Ich will das Gold, was da drinnen ist. Holt euch's! Meine Polen! Holt euch das viele Gold hier! Ja, kommt, meine Polen! Und hiermit wieder herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Hier ist euer Momentum Mario. Wir sind mit einem kleinen GOG-Update. Ja, was tut sich in Clash of Clans, liebe Leute? Naja, so einiges. Man sieht, beziehungsweise man betrachtet den Clan. Er wächst und gedeiht wie eine kleine Blume. Wir sind zurzeit 26 von 50. Haben hier wirklich ein paar brave Spender dabei und ein paar neue Gesichter, wie zum Beispiel, wo sind sie? Da bin ich. Ich habe ein ziemlich mieses Ranking, muss man sagen. Aber ich zeige euch gleich, warum. Und zwar ist zum Beispiel neu dabei der schmalizock.de, der ArtUMP. Der Sam ist, glaube ich, auch neu. Es steht sogar dabei, ne? Darkseid ist neu. Die alten Gesichter kennt ihr wahrscheinlich. Und wer ist noch neu? Das war's mit den Neuen. Und wir sind auch fleißig im Clankrieg. Man möge mal den letzten sehen. Boah, ich bin da ziemlich gut ausgestiegen, ne? Knapp 500.000 von allem. Plus ein bisschen von der schwarzen Suppe hier. Vom schwarzen Smodder. Wir schauen uns hier einmal um. Wir haben hier fleißig angegriffen, ein paar waren, glaube ich, haben nicht angegriffen. Von den Gegnern hat zum Beispiel der erste nicht angegriffen, war unser Glück. Und ja, Mr. X hat hier gut angegriffen, Freak hat hier 2 Sterne geholt, Mr. X auch 2, hier 3. Hier hat der erste von uns, Freak, 3 geholt, hier hat der Kevin bzw. Harvey einen geholt. Hier habe ich leider nur einen geholt. Habe ich, muss ich sagen, ein bisschen überschätzt hier mit der Luftabwehr. Ist mir nicht so aufgegangen. Hier hat der Chris 3 geholt. Hier habe ich 2 geholt. War vorher nur einer da. Und hier hat Blondie wirklich gute Arbeit geleistet. Und 3 geholt. Und hier nochmal einen. In Sumo Sumaru ziemlich gut. Wir haben 15 von 20 Angriffen. Ja, genützt. Und da drüben haben sie nur 9 von 20. War, muss ich sagen, unser Glück. Unser Glück. Wie sehe ich hier? Man muss hier irgendwo... Moment, Leute, das suchen wir. Wir haben hier irgendwo einen Kriegslog. Ja, also man sieht, wir haben ziemlich viele verloren, haben aber auch schon einige gewonnen. Und das, liebe Leute, war ein Unentschieden. Das war wirklich ein Unentschieden. Ich weiß nicht, warum das die Gegner dann nicht mehr angegriffen haben. Vielleicht haben sie gedacht, okay, wir können nichts mehr an, irgendwie, wir können nichts mehr ausrichten. Ja, wir greifen nicht mehr an, wir lassen das einfach auf Unentschieden und beide Seiten gewinnen. War ziemlich cool, wir sind 69 zu 40 und 64 zu 60. Waren Unentschieden, beide Seiten haben gewonnen und sind als Sieger ausgestiegen. Gegen den Dampferhimmel, da haben wir mal gewonnen, hier auch. Die haben uns leider komplett abgezogen. Also ihr seht 100%, 97%, 100%, 94%, 95%. Also die haben uns wirklich aufgeraucht. Was tut sich bei meiner Base, fragt ihr euch? Ja, so einiges. Wie ihr seht, Rathaus Level 8. Ich bin hier gerade voll am Ausbauen von den Kanonentürmen. Wer hat dementsprechend auch oft angegriffen? Die habe ich schon auf 9 und ich muss euch sagen, auf 10 sind die... Auf 10! Auf Stufe 10 schauen die so geil aus. Die ganzen Kanonen, muss man einfach mal sagen. Oh, was machen die? Die knutschen hier am Baumstumpf. Und Kanone ist hier im Ausbau, noch eine Kanone. Was habe ich hier noch im Ausbau gerade? Noch eine Kanone. Okay, dann haben wir schon 3 Bauarbeiter. Den Uwe, der versteckt sich hier irgendwo. Ach ja, meinen König baue ich gerade aus und noch irgendwas. Ah, hier. Das Elixierlager. Jawohl. Ich bin hier wieder am Cap, Leute. Ich bin hier wieder am Elixier-Cap. Hab wieder ein bisschen in meine Mauern reingesteckt, wie ihr gesehen habt. Meine Verteidigung sieht, obwohl ich so viel ausbaue, trotzdem ziemlich gut aus. Hier habe ich gewonnen. Der hat mit 10 Drachen angegriffen, hat hier einen Scheißdreck bekommen. Der hat auch angegriffen, nichts bekommen. Hier habe ich verloren. Verloren. Gewonnen, der wollte mich wahrscheinlich ein bisschen trollen nur und hat dann gedacht, okay, ich breche ab, ja, Lolo.
Auch gewonnen. Auch gewonnen. Ja, die haben mich etwas abgerankt. Der hat vielleicht, weiß nicht, was er versuchen wollte mit 30 Bogenschützen. Vielleicht dachte er, meine Sammler sind voll. Mein Angriffslog, liebe Leute. 191 und 319. 155, 104. Hier habe ich nur Gold geholt, weil ich mit dem Elixier schon voll war. Deswegen habe ich mir gedacht, warum sollst du hier jetzt irgendwie noch das Elixier ihm abknöpfen, wenn ich keinen Platz mehr dafür habe, ne? Und ich würde sagen, wir setzen hier jetzt einfach mal einen Live-Angriff. Oh ja! Okay, 105. Okay, sieht im Endeffekt ganz gut aus. Aber ich will einen, der das Rathaus draußen stehen hat. Ja, ja, solche Leute gibt's. Ja, das sieht ja schon mal gut aus. Aber der hat sein ganzes Zeug. Er hat ein paar Sachen herausstehen. Aber das meiste leider drinnen. Obwohl, ich brauche eigentlich nur das Gold, oder? Oh, ich habe eine gesetzt! Nein! Nein! Ich habe unabsichtlich angegriffen. Nein! Nein, nein, nein! Am Computer ist das wirklich blöd, ne? Holt euch das, Tiger! Holt euch das Rathaus! Hauptsache gewonnen! Dann holen wir hier ein paar. Hier holen wir ein paar. Ist am PC halt jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Elixier braucht man keines. Was machen wir jetzt am besten? Wir lenken hier, eigentlich habe ich die für die Verteidigung gebaut. Wir lenken hier mit ein paar Riesen ab und versuchen hier aufzumachen, die Wand. Alter Mörser schießt noch drauf, da müssen wir aufpassen. Ich will das Gold, was da drinnen ist. Holt euch's, meine Polen. Holt euch das viele Gold hier. Ja, kommt, meine Polen. Ja, das sieht ja gut aus. 300 waren möglich zu holen. Er hat nichts in die Lager. Er hat hier wirklich alles. Ja, hier hat er noch ein bisschen was drinnen. Er hat ja das meiste einfach. Ja, in seinen Sammlern. Was mache ich jetzt? Hole ich mir das schwarze Kleber? Oder hole ich mir noch die 47.000? Oder holen wir sich noch ein bisschen Elixier? Holen wir sich ein bisschen Elixier? Auch wenn es nichts bringt, ne? Ich glaube, da kommen wir nicht mehr rein. Da haben wir jetzt zu wenig. Haben leider unabsichtlich angegriffen, aber es ging nochmal gut. Vielleicht kommen sie nochmal rein. Ja, es sieht gut aus. Es sieht gut aus, sie holen sich's noch. Heilige Fresse. Das ging ja ziemlich gut. Wir steigen hier jetzt mal raus. Als Gewinner, wie ihr seht, 264.000 Gold, 120.000 Elixier, 242.000 Schmodder. Und haben wirklich einen Scheißdreck hier irgendwie gebraucht. Was? Nie. Ich bewerte euch nicht. Ich bewerte euch nicht. Ja, hier kann ich schon Packer bauen. Finde ich geil. Finde ich wirklich geil. Wir bauen hier wirklich wieder ein paar Bogenschützen. Ich nehme immer, also beziehungsweise ich schaue, dass ich ca. 30 mitnehme. Sonst lauter Kobolde. Zwei Riesen lasse ich im Petto für den neuen. Der braucht immer ein paar zum Angreifen. Hat genau 10 Platz. Das passt genau. Stört mich auch nicht, wenn die ein bisschen Platz wegnehmen. Und packen hier wieder alles voll. Ja. Wie ihr seht, hier tut sich einiges. Jawohl, wir nehmen hier wieder ein. Ja, jetzt bin ich wieder voll. Toll. Ja, ich muss warten, bis der hier wirklich fertig ist. 6 und das könnte ich eigentlich beschleunigen. Komm, das machen wir. Jetzt haben wir hier wieder ein bisschen Platz. Aber ich brauche, glaube ich, 3 Millionen für den nächsten Drachen. Hier kann ich nichts mehr ausbauen. Einen Tag. Einen Tag. Wie viel kostet das jetzt? 250.000? Komm, dann stecken wir hier ein bisschen was rein. Komm. 52.000 habe ich gesagt, ne?
Geht sich da noch was aus? Na komm. Komm. Ja, jetzt muss ich aufpassen, ne? Jetzt muss ich wirklich... Habe ich noch was im Lager? Können wir mal nachschauen? Lol. Voll. Toll. Wir bauen das nochmal aus, liebe Leute. Es wäre sich noch ein Mauerstück ausgegangen. Leute! Ja, zwecks Clankrieg, wie gesagt, wir suchen immer noch Leute, die aktiv im Clankrieg dabei sind, die natürlich Lust haben auf uns, auf unsere Visage, und vor allem haben wir auch in Clash Royale den gleichen Clan. Ihr seid dann natürlich herzlich willkommen. Wie es weitergeht mit Clash of Clans, ich baue hier wirklich alles aus. Ich will hier meine Kanonen mindestens auf 10 bekommen. Meine Mörser muss ich noch ausbauen. Die habe ich, glaube ich, soweit. Jawohl, die habe ich. Und Bogenschützentürme kann ich auch noch ausbauen. Und vor allem, liebe Leute, die Tesla. Die Tesla muss ich noch ausbauen, die Magietürme. Also ich will hier wirklich meinen Fokus auf die Verteidigung setzen, um im Clankrieg eine gute Figur machen zu können, ja? Muss ich hier alles ausbauen noch? Alles ausbauen. Warum ich den Kleinen hier als erstes ausbaue, nicht den Großen? Ganz einfach. Meine Basis ist so gemacht, dass rund ums Rathaus die Sammler sind, also die Behältnisse für das Zeug. Ja? Und wie ihr seht, die haben ziemlich viel Leben und ist quasi ein guter Schutz fürs Rathaus, ne? Ich habe hier alles rundherum gebaut. Hat auch viel Leben. Hat noch nicht viel Leben, aber bald. Ja, der wird ja noch. Der wird ja noch. Liebe Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, lasst trotzdem einen Daumen nach oben da. Und ein Abo wäre geil. Ansonsten viel Spaß. Bis zum nächsten Video, Leute. Bewerbt euch beim Clan. Würde mich freuen. Und ja. Tschüss und danke fürs Zusehen.